Hallo und herzlich willkommen, meine ich dann, zu einer neuen Folge. Dienstag nach Pfingsten. Wieder eine kurze Woche. Hab ja am Freitag meinen neuen Tieflader geholt. Meinen neuen. Ja, er ist neu. Ich habe meinen Tieflader in Memmingen geholt. Irgendwie bin ich nicht so im Bilde, ne? Aber den stelle ich jetzt heute Morgen gleich wieder ab. Ich sattel um, Fiat drauf, fahre dann nach Sembach hoch auf den Heuberg. Angeblich kann ich den 934 da endlich rausholen. Bin ich mal gespannt. Und der Bagger, der halt eingepackt zugestellt war. Eine Seite Loch, da wo die Ausfahrt war, andere Seite. Alles zugebaut. Auf jeden Fall, der wäre fertig und den könnte ich jetzt auch rausholen. Wie gesagt, bin mal gespannt, wie das klappt, ob das klappt. Den fahre ich entweder hierher oder fahre ich den bei uns in Sembach drüben auf dem Lagerplatz. Müssen wir mal gucken. Ist das? Au. Zu gut gewesen. Das ist das, was ich jetzt heute Morgen mache. Danach weiß ich es nicht. Zu fahren ist anscheinend. Gucken wir mal. Aber so legen wir mal los. Ja, schauen wir mal. Das Wetter soll heute im Laufe des Tages anfangen zu regnen und soll den ganzen Tag, eigentlich sogar die ganze Woche, mehr regnen wie nicht regnen. Erst Samstag, glaube ich, soll es wieder ein bisschen trockener werden. Überstehen, hoffe ich doch. Okay. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das da hinten drin aussieht. Reinfahren kann oder vorwärts reinfahren oder rückwärts reinfahren oder weiß der Geier. Aua. Heute Morgen auf die Backe gebiss, jetzt auf die Zunge gebiss. Hm, vielleicht sollte ich aufhören zu kauen. Aus. Ja, vielleicht sogar. Au. Vielleicht ist sogar alles zu heute. Alles Tor noch zu. Vom Tor, oder? Okay.
das Tor noch zu. Ja, also der Bagger steht immer noch da hinten drin. Gespannt, ob ich den Bagger da rausbringe. So vorne könnte ich eventuell, wenn ich das richtig sehe, drehen. Ne? Sehe ich jetzt von hier aus so. Mal gucken, wie es von innen drin aussieht. Vielleicht kann ich aber auch gleich, das weiß ich halt nicht, wenn ich hier durchfahren könnte. Hält mich von hinten rein, ne? Na, ich fahre hier durch. Ich sag mal, auf den Bauch. Oder eigentlich müsste ich hier durchkommen. Weg fahren. Ah, das müsste auch so gehen. Oder da vorne zwischen den zwei Haufwerke durchfahren. Das geht, okay. Kriege ich hier gedreht, wenn ich hier außen rumfahre? Ah, da steht der Container da über drin im Weg. Ne? Muss aber irgendwie drehen. Und ich muss doch hier vorne auf den Asphalt laden. Ne? Was ist denn das für ein... Ach Gott, ich gucke mal, was ich wieder dabei habe. Das komme ich hier rum. Versuch mal Luch, ne? Wie immer. Mein Plan, dass ich jetzt hier, kann man noch nicht sehen, zwischen Container und den. Doch, das müsste reichen. Das reicht. Alles gut. Ach, jetzt mache ich ein Worte. Da ich dann jetzt hier rückwärts Richtung Bagger stoße. Überall Wasser, leckt mich am Zügeli.
drüber, Schlauchbrücke, Kabelbrücke. Fährt er drüber, ja. Gut. Ja, habt ihr schon mal gehabt, dass er da nicht drüber gefahren ist, sondern dass ich das einfach nur, dass die letzte Achse das einfach nur weggeschoben hat. Aber das scheint zu gehen hier. So. Hier ist ja noch keine Fahrbahndecke drauf, ne? Eigentlich. Noch keine Fahrbahndecke drauf, ne? Er ist noch ein Zentimeter Luftlaube. Löffel dran, okay. Hier ist eine Überfahrt gemacht. Ja, ich sag mal so, die hätte dürfe gern einen Meter weiter rausgehen. Übertrieben. Oder ich fahre mit dem Bagger hier drin vor, daher und komme dann so raus. Ich glaube, das mache ich. Da fahre ich mit dem Tieflader fahre ich noch einen Meter 12 zurück. Dass ich dann von hier schräg Richtung Tieflader käme. Bagger steht drauf. Oh. Muss noch Kette dran machen und meine Bretter und meinen Kram wieder verräumen. Wichtig ist, dass der Bordstein, der sieht noch ganz aus. Die Straße hat 2-3 Kratzer gegeben. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Gut, außer ich hätte noch 15 Reifen dabei gehabt oder so. Dann bist du wieder alleine. Ja, siehst nicht alles aus dem Bagger raus. Ich muss trank und schlank sein, immer noch. Alles verstaut, alles fest. Puh.
Ja, ich muss noch mal raus. Da ich hier ein bisschen auf dem Schotter stand, das Heck vom Tieflader ein bisschen hoch, werde ich jetzt wahrscheinlich zu tief sein hier in einem Augenblick. Die werde ich noch mal kurz anhalten. Mal kurz leer laufen lassen. Hallo? Ja. Okay. Danke. Bis heim. Ich kann es auch schaffen bis heim. Komm, alles gut. Ich hab eine Gummiblase. Gleich 10 Uhr haben wir es, ja. Es ist gleich 10 Uhr. Ja, bin in Mainz ohne. Ich kann heute mal die normale Einfahrt reinfahren. Muss mich nicht dahin durchquälen. Da muss ich mal gucken, wo der Bagger steht, ob der vorne in dem ersten Baufeld steht oder ob der hinten dran steht, weiß ich jetzt gar nicht. Aua. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also da vorne steht er mal nicht drin, ne? Oder? Ne. Mal gucken. Ah, da hinten dran steht er, okay. Sind die alle hier, guck mal, wie die Kurve schneiden, das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Schilder stehen immer noch. Ai, ai, ai. Voll der Badstein.
Ich hätte auch keine Wade, ich Blödmann, ne? Ich hätte auch keine Wade, ich Blödmann. Naja, bin ja leer. Oh, ich dachte, die sind fertig. Da durchkommen, ja, da komm ich aber durch. Mal ein bisschen über den Bordstein, alles gut. Später wird es halt ein bisschen doof. Mal schauen. Flatterband und ich muss dann so links, rechts, knick, rückwärts quasi dahin erfahren. Mal gucken, ob ich das hinten hinkriege, ob ich da rumkomme. Ich denke, ich werde auf der rechten Seite Schwierigkeiten haben. Ansonsten muss ich halt wieder drehen. Ich muss drehen und muss vorwärts hin erfahren, soweit ich komme. Soweit ich komme. Vielleicht täuscht es auch, vielleicht sieht es enger aus, wie es ist. So, vorne ist frei, hinten kommt, wie es aussieht, keiner. Langsam vortasten hier. Mit zu Hause. Oh, könnte passen noch. Bin schon drüber über die Kreuzung. So, ich will gucken, dass ich ums Eck komme dahin. Ich bin ja schon froh, dass ich da abwechselnd mal wieder die normale Einfahrt nehmen konnte. Sollte passen. Sollte passen. Später gucken, wann ich rausfahre. Oder hänge ich schon drin? Ne? Geht immer noch nicht hoch, das Tiefbett, oder? Daneben durch. Ich ziehe bestimmt gerade meine ganze Seite vom Tiefbett daneben durch, durch den Dreck. Ja, noch nett, aber ich bin auf guten Wege. später
später wieder raus beim Bagger. Hinstelle, ne? Also drüber gefahren bin ich hin. Hier links auf der Seite. Ja, jetzt ist hier auch Asphaltweg, ne? Darf ich hier fahren? Mit der Kette oder nicht? Wieder alles so. Hier ist ein bisschen. Hier ist ein bisschen Schotterplatz, da kann ich wahrscheinlich drauf fahren. Was heißt wahrscheinlich? Da fahre ich einfach drauf.
Schwierigkeiten gehabt mit dem Löffel. Der Löffel ist rund und, ja, und heute ist irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung. Egal, ich hab's jetzt fest alles. Hoffe, dass er fest ist. Hab's eigentlich so gemacht wie immer, ne? Eine Kette von hinten und die zwei Kette von vorne. Dann hin in den Löffel eingehängt, aber da wurde er nicht fest. Jetzt habe ich überall Holz drunter. Habe jetzt vier Kette drum. Ich hoffe, dass er hält. Werden wir sehen unterwegs. Ja, jetzt hört blöd an, aber ist so. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wieder raus komme. Das nächste Problem in Kibo oben ist ja, eigentlich ist da gar kein Platz für zwei solche Bagger. So. Ja, ich muss jetzt rüberlenken sonst. Mal gucken, ob ich die Stange losbringe, ne? Weil da komme ich definitiv nicht an der Stange vorbei. Moment, stimmt zum Fahren. Mache ich los, leg die Stange raus. Wenn ich sie rausbringe, normal sollte die rausgehen. So, einmal. Einmal. Überall quälst du dich alleine rum. Jetzt hat er noch ums Eck kommen und dann ist alles wieder gut. Seinem Jugendlichen leicht sind, ne? Aber geht. Bin ja schon durch. So, da haben wir da vorne noch die Baustelle. Das Gute ist, in Kibo sind Baggerfahrer und zwei Helfer. Das ist das einzige Gute heute Mittag, heute an dem Tag wahrscheinlich überhaupt. Einer noch. Komm, fahr Fadi. Ja. Jetzt kommt der nächste da oben runter. Ja, aber wo will denn Anne? Bleib stehen. Bleib, Eva, Mutti, bleib stehen. Denke.
So, also wenn es klappt, fahre ich rein. Fahr ganz weg hier vom Weg. Wenn es klappt. Zu Hause. Warte, jetzt noch abladen. Ja. Es ist 10 vor 4. Das wird das Wetter sein, die nächsten Tage.
geh raus, mach das schneller. Dann werde ich auch Feierabend machen heute. Morgen weiß ich nicht, ich soll, aber ich weiß nicht, ob es morgen passiert, ein Bagger in die John Deere nach Mannheim rüber. Das wird der 938, der in der Spinelli drüben steht. Der wird da rüberkommen, wird eine Halle weggerissen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das morgen passiert. Soll aber diese Woche passieren irgendwann. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich lade den jetzt hier ab und dann ist für heute Schluss. Hallo, Mittwochmorgen. Heute eine kleine Sahnetour. Fahre ich nach Frankfurt zur Liebherr, hole 934, bring den nach Hütchenhausen hier bei uns und in Hütchenhausen nehme ich einen 926 mit runter nach Landstuhl. Kleinere Sahnetour. Wird leider nicht den ganzen Tag dauern. Ich denke, ich bin da gegen Mittag, gegen 13 Uhr vielleicht fertig. Schauen wir mal. Überraschend, ja, weil Liebherr haben wir normalerweise wenig am Hut zurzeit. Egal, ist aber auch mal wieder schön. Ja, roll mal los. Ich werde so gegen, schätze, wenn es gut läuft, gegen 8 Uhr in Frankfurt sein. Dann weiß ich nicht, kann ich gleich laden oder nicht. Gegen 9 Uhr weg, dann werde ich wieder ca. 2 Stunden brauchen. Ein bisschen mehr, wie hier hoch wieder. Wie gesagt, ich denke, ich bin so gegen zwischen 12 und 13 Uhr. Bin ich dann den Landstuhl fertig, leer. Gucken, was da noch kommt.
Wäre auch zu schön gewesen, wenn das auch noch geklappt hätte heute. Ist wirklich alles frei. Ganz kurz eben hier vor der, auf der A5, hier vor der Ausfahrt, hat es ganz wirklich gestockt. Da ging es mal kurz auf 60 km/h runter oder so. Kannst du nicht wirklich, ja, Behinderung nennen, keine Ahnung. Oder? Wie die Gestörte wird hier durchgeballert. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich muss vorne dran. Ich muss vorne dran. Jawohl. Manchmal kannst du da nur noch den Kopf schütteln. So, fahre ich geradeaus oder fahre ich hier rechts rein? Ich kann hier rechts reinfahren. Ich glaube, ich fahre rechts rein, da habe ich einfacher in den Hof reinzufahren. Hier ist zwar ein bisschen enger. Straße. Aber gesagt, ich fahre dann einfach in den Hof rein oben. Ja, sieht auch ruhig aus hier heute. Vorne ist ein Betonmischwerk, da ist auch eigentlich oft, dass hier die Straße voll steht. Der Großmarkt, da war ich auch einige Male drin früher. So, und da links ist meine Ladestelle. Laden können. Sonst wäre ich dann hier hochgekommen und hätten wir sie hier reinfahren. Aber so fahre ich später raus. Wieder offen. Ich denke vielleicht sogar, der hier vorne steht, hinter dem Radbagger, das könnte vielleicht sogar sein. Ja, ist ja gut. Kann mich mal anmelden.
Bösen.
mal dahin raus. Wollte ich schon immer mal machen. Da musste dich hier vorne nicht, wo alles zugeparkt ist, so durchquälen. Ich lenk gerade mit durch den Kreisel durch hier. Nach 1, ich habe geladen. Warten. Wird noch ein Fahrzeug beladen und dann geht's ab. Ich laufe gerade über den Boden. Was war nur vorne die Rampe, vorne die Auffahrrampe. Ja, hat doch noch ein bisschen länger gedauert. Hey, machen gerade noch ein Bagger putzen. Aber dann noch gleich, während dem habe ich gleich noch eine Pause gemacht. Ja, und jetzt haben wir Bagger geladen. Zwei Löffel hat er dabei. Bin zu tief von der Nähe, oder? Sollte normal passen. Das ist hier quasi gleich ums Eck, weil ich eine Viertelstunde fahren etwa, wieder extrem Nahverkehr. Aber nach so einer schönen, sage ich mal, Weidenrunde kann man auch mal wieder ein bisschen Nahverkehr fahren.
nicht, ob ich geradeaus fahren soll oder. Normal könnte ich hier wieder abbiegen links, ne? Wenn nichts Großes entgegenkommt. Jetzt hast du aber geschaltet, Alter. Drei Gänge runter, drei Gänge hoch. Die Sonne scheint heute, hä? Ich darf es nicht zu laut sagen, glaube ich. Was ich glaube, ich das schon mal gesagt hatte.
Ja, ich hab's gerade gemeint. Wie ich das schon mal gesagt hatte, ich habe eigentlich einen 900-Liter-Tank. Jetzt habe ich 450 Liter getankt und bin, also weil die Säule bei 450 aufhört und bin... eigentlich voll. Ja, noch nicht ganz voll. Kann eigentlich nicht sein, ne? Ich denke, ich habe nur so ein 600, 650 vielleicht. Müsste ich ja an die 300 Liter Reserve haben. Viel, ne? Ach, meine Fahrzeugschein steht auch drin. Tankinhalt 900 Liter. Ich müsste einfach mal leer lutschen bis runter. So. Jetzt. Genau, 34, ein höherer Arm wie... Gut, ich stehe nicht gleich hoch, aber es sieht so aus, als wäre der... eigentlich genau der identische Arm, ne? Wahrscheinlich ist bei dem 934 nur das Kontergewicht leichter. Ansonsten sehen die Bagger absolut identisch aus. So. Lade ich jetzt noch und dann gucken, mach noch einen Löffel dran, der zu dem Bagger gehört. Mal gucken, was da hinten steht.
So. Sorry, hier rumstöhne. 0,34 geladen, noch ein Löffel vorne draufgestellt. Fahre ich jetzt in die Halle. Ist auch schon kurz nach 4. Mach Schluss für diese Folge. Eben nur eine 4-Tage-Woche. Nächste Woche sind es mal 3. Schauen wir mal, ob ich wieder eine Folge mache oder ob ich ein bisschen ausführlicher filme. Werde mal meine Kopfhalterung mobilisieren. Wollte ich eh schon lange machen, aber irgendwie denke ich nicht dran. Das mache ich jetzt noch. Ja, dann lege ich den, da werde ich mal gucken, ob ich ein paar, morgen früh wird es noch relativ dunkel sein, wenn ich losfahre. Aber vielleicht kann ich ein paar Aufnahmen machen, wenn ich dann draußen bin in Mannheim oder so. Wie gesagt, für heute machen wir Schluss, für diese Folge machen wir Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Okay, es reicht. Ich setze gerade auf. Bleibt gesund, habt Spaß. Ach, haut rein. Genießt, wenn es ein paar Stunden sonnig ist heute. Bis denn. Ciao.